So, Hallihallöchen, oder so willkommen. Heute zur Folge 166 von 1 Million Kilometer von Gunzeig. Wir haben Kilometer schon 61.613 und es ist der 17.04.2015. So, ja, beim letzten Mal waren wir ratzfatz unterwegs. Jetzt schauen wir gleich mal, was wir hier kriegen. So, wir sind in Madrid und da wollen wir mal schauen. Evora, 380 Kilometer. Könnten wir schaffen, vielleicht in 20 Minuten. Da gibt es eigentlich mal 2400. Genau, dann nehmen wir doch das. So. Müssen wir es mal raus hier. Und die Fracht abholen. Schlafen müssen wir ja noch nicht, das schaffen wir ja. Uiuiui, der Johnny, der führt da schon wieder wie der Letzte. Halt! Hey, wer? Ich hab Vorfahrt. So, dich krieg ich auch noch. Mit deinem Renault. Ja, also ich fahr da wirklich jetzt momentan wie die gesenkte Sau. So, dann gucken wir mal. Geben wir mal den Auftrag. Oh, der. Nein, da ist er. Genau, da fahren wir hin. Oder nehmen wir den hier? Ne, der hat zu viel Tonnen. Der hier hat auch 35 Tonnen. Naja, der schafft mein Draht schon. So, 380 Kilometer. Wäre natürlich cool, wenn wir die Ratzi-Fatzi schaffen würden. Und beim nächsten Mal machen wir wieder. Schauen wir mal, dass wir einen richtigen Schwertransport kriegen. Also nochmal, der LKW ist ja ausgelegt bis zu 250 Kilo. Da schau mal an. Der ist, warum hat er den noch nicht dran? Hallo? Bin ich ein Idiot oder was? So, jetzt ab. Da schau mal an, der hat 33 Tonnen hinten dran und zieht trotzdem ab wie Zau. So, ab geht's. Da kommt nix. Der ist jetzt auch nicht so lang. Das heißt, man hat hinten alles besser im Überblick. Puh. Na, das war knapp. Da ist er wieder voll recht Glück gehabt, hä? Oh, und der rote Ampel, alter Schwede. So, machen wir schnell kurz einen Schluck trinken hier. So, und dann schauen wir mal, wie lange wir brauchen für die 380 Kilometer. Jetzt haben wir erstmal rote Welle überall, oder was? Nee, das schaltet jetzt gerade um. Los, Gas geben, hab ab. Ja, toll. Toll, jetzt überholt er mich. Oh, oh. Ei, Karamba. Oh, keine Strafe zahlt. Haha, aber drüber kommen. Jawoll. Das war ja nochmal Glück, Johnny. Ah, da Coca-Cola. Ach ja, Litz, glaube ich, hat mir eine Anfrage gestellt, und zwar, ob ich nicht die Pro-Mods-Map fahre für das Projekt. Nein, ich bleibe hier bei TSM. Und zwar ganz aus einem Grund, privat oder im Livestream fahre ich halt gern auf der ProMods, dann gibt es Abwechslung zu diesem Projekt und man sieht halt immer das Gleiche. Also es hat auch
ja, den Zweck, dass man immer wieder Abwechslung hat. Weil ich habe sehr viele Kilometer vor mir und die brauche einfach die Abwechslung. Und deswegen bleibt die Pro-Mods im Livestream, wo ich täglich mache auf Fitbox. Und der Rest läuft dann hier auf der TSM. Das ist die eine Million Kilometer. Wobei ich schon sagen muss, die Pro-Mods gefällt mir jetzt besonders gut. Aber für den Livestream am Nachmittag, wo ich dann mal ein, zwei Stunden vorher da unterwegs bin, ist es natürlich schon eine schöne Map. Aber für die Videos täglich, ich drehe ja im Höchstfall, wenn ich mal dazukomme, ich drehe ja täglich frisch. So. Aber wenn ich mal dazukomme, dann drehe ich mal zwei, drei Folgen am Stück. Und da ist die TSM-Map einfach perfekt dafür. Also einfach bei den Livestreams besuchen am Nachmittag, dann könnt ihr dort mich sehen auf der Pro Mods Map. Wobei das ja eh bald erstmal TSM wahrscheinlich ausgeschaltet wird, weil ja das Skandinavien nicht im nächsten Monat kommt. Da dann einfach mal gucken. Am 7. kommt das. Da, ja, da, Gummi. Wir haben nur 300 Kilometer. Normal müssen wir schaffen. Wir haben noch gut so 12, 13 Minuten. Hey, da drüben brennt's. Schon wieder ein Riesenunfall. Ja, genial, oder? Und ich rase hier vorbei. So, rüber. Bremsen. Jetzt hat der aber 33 Tonnen hinten drauf, gell? Und zieht immer noch wie Zau. So, was ist denn mit ihr davon? Willst du mich jetzt ausbremsen oder was? Junge, ich schieb dich. Das an, oder? Macht er doch extra. Eieiei. So, was jetzt? Na, krieg ich jetzt Platz hier? Brems halt, Idiot! Jetzt bremst du noch mal weiter runter. Alter! Kann man doch Gas geben, hallo! Also Strafe 1. Also ich möchte auch bis August
bis zu Games kommen, bis zur ersten Spendenübergabe, bis das Projekt ein Jahr alt wird, die 100.000 Kilometer knacken. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ich die Schneekarre hier habe. Schön, wie wir da dann an denen die Fahrzeuge vorbeiziehen. Natürlich, wenn da jetzt einer rausfährt, dann haben wir ein Riesenproblem. Irgendwann kracht es und dann kracht es aber gewaltig. Dann ist vorbei, dann ist Schluss mit lustig. Und da vorne bremst schon wieder einer aus, oder was? Nee, der ist reingefahren, cool. Oh, es leckt gerade. Ganz ab. 165. Jetzt geht es bergab, es müsste dann wahrscheinlich noch schneller werden. 168. Hey, wir haben 35 Tonnen hinten drauf, das darf ich nicht vergessen. Ui, ja, der hebt ab! Ho. Ui, jetzt bremst du mal runter hier. Das war's. Ja, krass, oder? Aber 0% Schaden. Hey, cool. Ja, da hat der. Ui, ja. Den hat es jetzt fast erlegt. Alter Schwede. 78 Kilometer. Wir sind auf alle Fälle verdammt schnell. Das wird wieder ein ganz schnelles Video. Also, wenn das weiterhin so gut klappt, dann kann man ja gern mal noch eine Zusatztour. Also, dann kann ich ja beim nächsten Mal. Beim nächsten Punkt quasi. Auf Fernfracht, dann haben wir längere Frachten. Dann können wir locker in 20 Minuten 600 Kilometer reinpacken. So, was ist mit dir da vorne los? Noch 50 Kilometer. Ich weiß, links überholen ist verboten. Aber bei so einer Alarmbrücke. Portugal! Wir sind jetzt in Portugal. Also so schnell komplett normal nicht nach Portugal. So, aber jetzt halt mal ein bisschen runter. Bremsen. Da ist nämlich jetzt ein bisschen viel Verkehr. Und mit dir? Ah, da vorne. Nein, Nummer 2. Uiuiuiuiuiui. Nee, kein Unfall. Jawohl. Huh. Nummer 2. Ich muss jetzt gleich die Strichliste ausfüllen. Und Nummer 3. Jetzt kommt es wieder zusammen. Was wir beim letzten Mal nicht erreicht haben, erreichen wir diesmal. Nein, nein. Oh, puh. So, das sind jetzt 3 Stück. Das heißt, es sind schon mal 6 Cent. Na denn. So. Gleich am Ziel. Aber für das, gut, das sind die Blitzer. Die interessieren eigentlich nicht. Aber Unfälle und so weiter. Nichts bei der Geschwindigkeit auch noch dann die Fahrt bei mit 0% Schaden abgeben. Das sind natürlich super Ziele. Portugal, schaut euch mal das da unten an. Das schaut auch cool aus rechts. Sägewerk oder was das ist. Oh, was haben wir da? Baustelle oder was? Ach, die bauen Schilder auf. Schön. Faro, Lisboa. Lisboa ist, glaube ich, dieser Bonn, oder? Weiß ich nicht. Bin kein Portugiese. Portugalise. Portugalia. Hey, das hört sich cool an. Portugiese. Ist ja normal, aber Portugalia. Bin kein Portugalia. Ja. Johnny spinnt heute rum.
Der hat seine 5 Minuten. So, aber wir haben heute die Viertelstunde, glaube ich, ganz ausgereizt. Oder knapp 20 Minuten. Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das waren jetzt die letzten paar Minuten da. Aber egal, es macht Spaß, momentan richtig so zu rasen. Ohne Scheiß, weil ich weiß, es hat mit dem richtigen LKW nichts, nein, nicht hängen bleiben, nein. Puh, nichts zu tun. Aber es ist ein Spiel. Und es geht um die 1 Million Kilometer. Und wenn ich die erreicht habe, dann fahre ich halt noch 1 Million. Wenn ihr mehr sehen wollt. Ist halt so. Was mich halt momentan ärgert, ist halt, dass... Nein! Okay, nochmal ein. Was mich halt momentan ärgert, ist, dass bei mir das nicht funktioniert mit GTA 5. Dass ich zu den unglücklichen Usern gehöre, die nicht spielen können, weil irgendwo ein scheiß Fehler ist. Oh, das ist auch schön gebaut mit dem Parkplatz hier. So, aber jetzt... Dann machen wir gleich nochmal eine Strichliste, dann haben wir schon 4. Hey, da steht ein Bus. Auch nicht schlecht, Herr Specht. Nein, knapp. Jetzt werden wir natürlich aufgehalten, aber trotzdem, finde ich schon cool. Also, kann man schon sagen, dass es fahrerisches Können ist, mit so einer Geschwindigkeit ohne Fehler durch die Autobahn. So, ich glaube, wir kommen noch nicht drüber, oder? Weil die Krücken da so lahm sind. Doch. Kiosk und eine Baustelle. Nochmal ein Kiosk. Oh, da stehen Autos am Straßenrand, da muss man aufpassen. So. Und drin sind wir. So, wir haben auf alle Fälle 8 Cent wieder zusammengekriegt. 8 Cent. Müssen wir gleich mal auszählen. 5. Ja, komm, 9. Gut. So, aber Level 5 haben wir noch nicht geschafft. Also aufgestiegen sind wir noch nicht. So, der Kilometerstand haben wir. Wir haben die 62.000. Das ist ja cool. Und 62.008 Kilometer. Gut, ja. So, jetzt ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür. Das heißt, am Wochenende kommt kein Video, ich komme nicht dazu zu drehen. Erst wieder am Montag gibt es eins. Ich wünsche euch schon mal frohes, ein schönes Wochenende, ja. Und vielleicht ist das Wetter so cool, damit man grillen kann oder sonst was auch immer. Und das wünsche ich euch auf alle Fälle. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Wir sehen uns wieder am Montag.